Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. Ja, und unser Pontifex hat er mich nochmal angeschrieben zu dem Thema dieser Ground-Insel hier, wie ich jetzt hier den Ground auf diese Insel bekomme. Ja, das liegt daran, wir sehen ja, dass diese Insel hier rundherum eingeschlossen ist von Bauelementen und Leiterbahnen, also sie hat keinen Kontakt zu dieser Groundfläche hier drüben, die an unseren Connector geht, der hier oben sitzt, an unseren Spannungsversorgungskonnektor. Und ich hole dir das eben in dem Fall hier über die Unterseite. Ich zeige das mal, wenn ich jetzt also hier auf die Oberseite drauf gehe und gehe hier drauf, F-Kupfer, dann sehen wir, ich kann jetzt hier das Netz zuweisen. In dem Fall für die Oberseite oder für die Unterseite oder für beide Seiten kann ich mir das hier auswählen und sagen, ich möchte jetzt hier Ground zuweisen und dann ist auch Ground zugewiesen auf der Oberseite und auf der Unterseite. Wenn ich abbreche, auch wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Fläche hier ziehe, so einen Sperrbereich, wenn ich den jetzt anfange zu ziehen, öffnet sich als erstes hier dieses Kupferzonen-Eigenschaften-Feld und ich könnte jetzt entweder kein Netz vergeben oder eben jedes Netz, was hier zur Verfügung stellt, eben unter anderem auch Ground. Und das hatte ich hier gemacht. Ich gehe mal hier wieder auf Abbrechen, beende mal das Werkzeug und diese Ground-Fläche wird jetzt hier quasi über dieses Via mit der Unterseite verbunden und dadurch kann KiCad diese Ground-Flächen verbinden. Aber wir haben bei solchen Ground-Flächen auch einen großen Nachteil. Bei so einer Signalplatine hier, wo wir kleine Ströme haben, ist das nicht weiter kritisch. Da kann ich das so machen, wie ich das hier gerade gezeigt habe. Wenn ich aber natürlich Platinen habe, wo wirklich größere Ströme fließen, dann würde ich das nicht so über diese Kupferflächen machen und hier einfach pauschal alle Pads, die jetzt hier auch mit auf Ground liegen, hier zum Beispiel von dem Optokoppler, hier drüber anschließen, denn wir sehen, wir haben jetzt hier keinen spezifizierten Anschluss mehr. Wir haben nämlich nur hier über diese Seite kann der Strom zum Connector fließen, während jetzt hier rechts, der zwar hier dieses Feld hier angeschlossen ist, aber eben hier der Strom nirgendwo weiter kann, weil das ja dann hier in sich rundherum abgeschlossen ist. Das heißt, ich habe also eine undefinierte Leiterbahnbreite. Ich kann das nicht für alle Groundflächen garantieren, dass hier eine definierte Ground oder eine definierte Leiterbahnbreite angeschlossen ist. Und gerade bei Signalplatine, bei Platinen, die mit höheren Strömen arbeiten, wäre ich da also vorsichtig, sondern würde mich dann wirklich auf die Netzklasse verlassen und eine definierte Leiterbahnbreite anschließen. Wie kann ich das machen? Da gibt es eine einfache Lösung, die möchte ich euch an dieser Stelle mal zeigen. Ich gehe hier auf das Projekt. Wir haben jetzt hier den Schaltplan dazu. Ich sage hier Taste A. Wir fügen mal eine Ferritbit ein. Da haben wir sie schon. Die fügen wir jetzt hier ein. Mit der Taste R kann ich rotieren, lege die mal hier ab. Mit der Taste O positioniere ich mein Element. Ich drücke die Taste P. Wir sagen, wir nehmen ein GNDA in dem Fall. Den setzen wir hier rechts hin. Wir brechen mal ab, nehmen jetzt den Wire, verbinden den hier durch. Dann ist das jetzt hier angeschlossen. Wir brauchen hier hinten noch ein Powerfleck, weil dieser Stromversorgungspin jetzt hier über die Ferritbit, über den Passivpin angeschlossen ist. Also nochmal Taste P, ein Powerfleck dazu. Hatte ich alles schon mal erklärt, warum das so ist. Gehen wir hier ran. Nochmal hier einen Anschluss. Wir wechseln hier oben in die Netzklassen, suchen uns unseren Ground A. Der liegt hier noch auf Default. Den möchte man natürlich auf die Netzklasse Ground legen. Dann haben wir den da drauf, dann haben wir auch gleich die entsprechend definierte Leiterbahnbreite. Wir annotieren das Ganze, das hier alles annotiert. Dann weisen wir der Ferritbit hier noch einen Footprint zu. Ich nehme jetzt hier mal diesen Induktor, die 603 zum Beispiel. Den gibt es auch fertig als SMT-Bauelement, weisen wir hinzu. Wir lassen nochmal sicherheitshalber unseren EAC-Check laufen, schauen, dass hier alles passt, jawohl, speichern das Ganze und drücken jetzt die F8-Taste. Damit wird das hier entsprechend eingelesen.
Wir haben das jetzt hier zugewiesen. Ich drehe, rotiere das Bauelement mit der Taste A, R natürlich für rotieren. So, wir sehen jetzt hier ein Ground und ein Ground A. Und jetzt kann ich hergehen. Ich wähle jetzt hier meine Kupferflächen aus. Ich schließe das mal an, wähle die aus, sage jetzt hier Ground A und das möchte ich auf beiden Kupferflächen haben. Also oben und unten, die sollen jetzt auf Ground A angebunden werden. Wir sagen okay, es wird alles neu berechnet. Wir sehen, der normale Ground ist jetzt hier nicht mehr mit dieser Kupferfläche verbunden, sondern es ist jetzt hier über die Ober- und Unterseite. Oder die Oberseite der Kupferfläche ist jetzt hier über dieses liegt hier an Ground A angebunden. Ich blende das mal aus. Und wir sehen jetzt, dass wir noch unsere Vias entsprechend anpassen müssen. Die sehen also jetzt hier, die sind auf Ground, müssen wir also auf Ground A gehen. Das machen wir hier über unsere Eigenschaften-Taste. Ich könnte es auch neu setzen, würde auch gehen. Sagen wir hier OK. Auch hier nochmal geswitcht auf Ground A. Da drücken wir mal die Taste B. Wir sehen, jetzt verschwinden auch die weißen Linien. Wenn ich jetzt hier die Kupferflächen wieder einbinde, sehen wir jetzt hier, diese Kupferfläche liegt jetzt hier auf Ground A. Auch hier diese liegt auf Ground A. Und wir haben jetzt hier keine Ground mehr angeschlossen. Und jetzt kann ich hier mit meiner Leiterbahnbreite, die ich ja über die Netzklasse vergeben habe, eine definierte Leiterbahn vergeben. Ich drücke die Taste X, klicke hier einmal drauf und sage, ich ziehe das jetzt mal hier rein und verbinde das, drücke die Taste B und dann sehen wir jetzt hier, habe ich diese beiden Ground Pads schon mal mit einer definierten Leiterbahn verbunden. Also das heißt, hier kann auch ein definierter Strom fließen. Das zeige ich auch hier mal nochmal. Ich binde jetzt diese nochmal mit ein. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen mit Kosmetik verbunden. Tun wir das hier auch nochmal. Dann haben wir diese jetzt verbunden. Wir müssten jetzt natürlich noch den Ground von hier oben noch mit herüberziehen. So, das ist natürlich jetzt alles andere als schick. Wir lassen mal unseren IAC-Schick-Check laufen oder DAC in dem Fall hier. Und wir sehen jetzt, dass hier noch einige Elemente nicht verbunden sind. Die müssen wir dann noch entsprechend anpassen. Und auch hier fehlt es noch eine Netzlinie, die noch nicht in Ordnung ist. Soweit aber erstmal hat das funktioniert. Was es damit auf sich hat, mit diesen definierten Leiterbahnbreiten, das möchte ich euch an dieser Stelle zeigen. Und zwar sehen wir hier mal ein Wärmebild von einer Leiterbahn. Und wir sehen hier an den Ecken, an den Innenecken, also am kürzesten Weg, bilden sich hier immer solche Wärmepunkte. Das liegt einfach daran, die Elektronen wollen natürlich den kürzesten Weg von einem Potential zum anderen Potential der Spannungsquelle zurücklegen. Und das tun sie eben hier dann immer um diese Kurve rum, das ist der kürzeste Weg. Hier oben, das ist der längste Weg, entsprechend ist es hier kalt. Hier sehen wir das nochmal für eine rechtwinklig abgewinkelte Leiterbahn. Und wenn ich eben jetzt hier zum Beispiel eben eine Kupferfläche habe oder auch eine Leiterbahn, die nicht richtig dimensioniert ist. Ja, und bei den Kupferflächen kann ich das ja gar nicht garantieren, weil die ja ständig neu dynamisch berechnet werden. Das heißt, bei jeder Änderung der Platine werden ja die Flächen neu berechnet. Und da kann es also durchaus passieren, dass ich mir Flächen schaffe, die zu gering für die Stromstärken sind. Und wenn ich sowas habe, dann haben wir hier solche Wärmepunkte und das kann hier bis zur Zerstörung, bis zur kompletten Zerstörung der Leiterbahn führen. Und der Platine führen damit. Und ich habe dann irgendwann einmal einen Fehler, der gar nicht so leicht zu lokalisieren ist, weil meistens beginnt das so, dass das hier ausbrennt und dann haben wir so diese berühmten Fehler, mal geht's nicht. Also da bitte aufpassen, wenn ihr mit größeren Stromstärken arbeitet, macht das so, wie ich das hier gezeigt habe, indem wir jetzt hier wirklich definierte Leiterbahnbreiten nutzt. Und wer sich jetzt im HF-Bereich bewegt, also 10 MHz aufwärts, dann müssten wir das so machen, dass wir jetzt hier mal eine HF-Platine mit für 400 Mega oder 430 MHz, da sehen wir hier dann komplette Freistellung, also überhaupt keine Kupferfläche hier um diese mittlere Leiterbahn, wo die HF drüber fließt, das ist ein Richtkoppler und wir sehen dann hier außen eine ganze Masse an Vias, die dann wirklich absolut dafür sorgen, dass hier eine saubere
Ground-Verbindung herkommt und sich hier keine parasitären Kapazitäten aufbauen. Das ist aber dann nochmal ein ganz anderer Schuh, sich sowas hier zu konstruieren. Gut, das soll es dazu gewesen sein. Ich mache jetzt nochmal die Platine sauber, werde nochmal die Fehlerchen oder die Warnungen beheben und so habt ihr dann eine Platine, hier in dem Fall unsere Tutorial-Platine, die jetzt zwei getrennte Grounds hat oder Ground-Möglichkeiten hat und dann hier eben dieser Ground A über die Fläche hier angeschlossen wird. So, Klick und Tschüss.